Susanne, mir schauen uns dein Gespräch auf Video an. Mhm. Ich werde an bestimmten Stellen stoppen, um dir Rückmeldung zu geben, wenn was nicht in Einklang ist, aus meiner Sicht, mit den Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation. Und vielleicht gibt es auch Stellen, wo ich dich bitte, mal eine Alternative auszuprobieren. Okay. Ja? Mhm. Gut, dann schauen wir mal rein. Hallo Eva, danke, dass du gekommen bist. Ich habe dich gebeten, mit mir ein Gespräch zu führen. Und Grund war deine Aussage bei unserem letzten großen Dienstgespräch: Wenn du deine Tour nicht mehr fahren darfst, dann wirst du kündigen. Ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, was hat dich zu dieser Aussage veranlasst? Für mich war eine sehr klare Information über, was ist der Anlass des Gespräches. Mhm. Jetzt hast du die Wahrnehmung benannt und dann eine Bitte ausgesprochen. Wenn du nicht offenlegst, sagen, was ist dein Anliegen, wozu dient das, wenn du das erfährst, dann besteht ein erhöhtes Risiko, dass derjenige das als einen Vorwurf oder eine Kritik mhm. hört und Anlass zu einer Rechtfertigung. Mhm. Probier das jetzt mal. Wie würdest du das auf den Tisch legen können? Um was geht's dir? Ich sag, Auslöser war das, dieser Satz, den du gesagt mhm. hast. Wie ging's dir mit dem Satz und was ist dein Anliegen dabei? Was zu der Bitte führt, kannst du mir dazu ein bisschen mehr sagen. Okay. Also, ich habe dich hier eingeladen, Eva. Grund ist diese Aussage von dir, die hat mich etwas irritiert. Mir ist es nämlich wichtig, dass ich in meiner Rolle als Leitung hier diesen Betrieb einfach aufrechterhalte, die Versorgung der Patienten gewährleisten kann und auch autonome Entscheidungen treffen kann. Und ich möchte jetzt gern deine Beweggründe wissen und darum bitte ich dich, mir zu benennen, was dich dazu veranlasst hat. Mhm. Ja, nehmen wir an, sie würde dir jetzt erläutern, was ihre Beweggründe waren, ja. was in Aha. ihr abgelaufen mhm. ist, um das zu sagen. Dient es tatsächlich dem Bedürfnis, ich möchte hier autonome Entscheidungen treffen können? Ja, es könnte natürlich auf große Widerstände. Diese Aussage könnte auf große Widerstände ja. Treffen. Also erstmal aus meiner Sicht, ja. Wenn du sagst, ich möchte treffen können, mhm. die triffst du ja sowieso. Ja. Mhm. Also mhm. die Frage ist, was kommt zu kurz an der Stelle? Später kommt er im Gespräch und sagt, ich brauche eine Flexibilität ja. von allen mhm. Mitarbeitern. Und meine Vermutung ist aber, dass du an der Stelle sie bittest, etwas mehr dazu zu sagen, was hat sie bewogen, so einen Satz von sich zu geben, das sag ich, würde es gern besser verstehen. Das heißt, es dient nicht unmittelbar okay. deinem Bedürfnis, ich kann ja autonome ja, Entscheidungen ja. Okay. treffen. Ich möchte es mhm. verstehen. Aha, genau. genau. Mhm. Also aus meiner Sicht. Ja, das würde reichen, das würde reichen. Ich müsste nicht diese ganze Palette, die sich genau. in mir so abspielt, ja, müsste ja. ich gar nicht aufzählen. Vermutlich würde es auch kein Gefühl brauchen. Ja. ja. Mhm. Wenn überhaupt, du sagst, als ich das gehört habe, war ich ein bisschen verblüfft. Mhm, mh. Und wenn du überhaupt vor dem Hintergrund noch was erzählen möchtest, sagen, weil bei der Zusammenlegung brauche ich Flexibilität von allen, mhm, deswegen mh. War ich an der Stelle ein bisschen verblüfft. Ich würde es gern besser verstehen, sag mhm, mir doch was dazu. Was ging denn in dir vor? Mhm, ja? Aber dieses, es dient meinem Verständnis. Ja. Das würde etwas von dieser Qualität rausnehmen. Mhm. Jetzt rechtfertige dich gefälligst mal, wenn du so einen Unsinn ja, erzählst. Okay. Ja. Aha. Okay. Mhm. Was, das kannst du nicht verstehen. Ich fahre jetzt 15 Jahre lang diese Tour, steht 3 Jahre vor der Pensionierung und jetzt soll ich auf einmal eine andere Tour fahren. Du kennst meine Familienverhältnisse und alles und mutest mir eine andere Tour zu. Also dir geht es darum, dass du das Altbewährte einfach beibehalten kannst, weil das dir eine bestimmte Sicherheit gibt? So. Ich glaube gar nicht, dass es mir die Sicherheit gibt, aber der Ablauf dieser Tour, die ich bis jetzt gefahren habe, passt genau in meinen Rhythmus hinein, passt genau in meine, vom Wohnort aus, die Ideale. Es ist. Jetzt hat sie ein bisschen was erzählt, ja. was mhm. sie bewegt mhm. davon. Du gibst ihr eine Rückmeldung. Wenn ich das recht erinnere, landet ihr im Gespräch ja an dem Punkt, wo du sagst, oh, ich sehe jetzt, da gab es offensichtlich eine Unklarheit, ja. und ein Missverständnis mhm. in der Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, du hättest das Gespräch sehr abkürzen können an der Stelle, wo sie sagt, und jetzt soll ich auf einmal eine andere Tour kriegen. Okay, wenn ich es da schon zurückführe ja. auf, ich habe was anders
gesagt. Mhm. Ja. Mhm. So, oh, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Mhm. Mhm. Ich möchte es gern klarstellen, damit wir nochmal gemeinsam ein gleiches Verständnis haben über die Fakten. Mhm. Du bekommst keine andere Tour, du behältst deine Tour. Alles, was ich brauche, ist, und dann, was später kommt, im Krankheitsfall und so weiter, weil wir jetzt zusammengelegt werden. Wie schaut es denn damit aus? Mhm. Und wenn du sagst, ich brauche nur eine Flexibilität, dass alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiterinnen sagen, ja, wenn Not an der Frau ist, hier, dann springen wir selbstverständlich ein. Und ansonsten die Annahme oder was immer du gehört hast, was dazu geführt hast, dass du denkst, ich kriege jetzt eine andere Tour, entspricht nicht den Fakten. Ansonsten klassisch abgeholt nochmal, gesagt, ah, ich gebe dir nochmal eine Rückmeldung von dem, ich habe verstanden, worum es dir geht. Okay. Das Bedürfnis allerdings kommt ja nur dann zu kurz, wenn die tatsächlich eine andere Tour kriegt und deshalb sich lange in diesem Bereich aufhalten, auf der Basis des Missverständnisses, sie soll eine ganz andere Tour fahren, wäre an der Stelle gar nicht notwendig. Ja, ich habe das selber ein bisschen gebraucht, weil ich bin von einer anderen Voraussetzung ausgegangen, dass, also ich musste erst kapieren, dass sie meint, da ist ein Missverständnis, also dass sie meint, sie muss komplett was anders tun. Ja. Das war so auch für mich eine Zeit, also ich habe eine Zeitverzögerung dadurch gebraucht, um das zu verstehen. Und also innerlich an der Stelle gesagt, ja, genau, und habe das aber noch nicht offengelegt. Genau, und das wäre die Alternative, das sofort offenzulegen. So. Moment mal, jetzt merke ich gerade, jetzt werde ich verwirrt. Heißt es, bei dir ist angekommen, du solltest eine andere Tour fahren? Ja, habt ihr doch gesagt. Sorry, wenn das so rübergekommen ist, möchte ich gleich klarstellen, überhaupt nicht, du behältst deine Tour. Beziehungsweise du behältst erstmal deine Tour. Gut, und dann haben wir nochmal eine neue Situation, aber das haben wir ja im Gespräch jetzt nicht gehört. Ja, genau, die ist hier ausgeklammert worden. Ja. Okay. Die Zeit, die eine Rolle spielt, ich verstehe nicht, wieso du ausgerechnet mich suchst. Also für dich ist wichtig, dass du die Dinge, die du bisher unter einen Hut gebracht hast, dass das auch in Zukunft passen wird. Ja, natürlich. Ja. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso du das nicht verstehen willst. Dass du das nicht sehen kannst, wie wichtig das jetzt für mich ist in den letzten 3 Jahren. Ja, dann, ich kann mich einfühlen in die Situation, dass man schon in seiner Umgebung, in dem Kontakt, in den guten Kontakt, den man hat zu seinen Patienten, dass man das beibehalten will und dass es einfach passen muss auch in die familiäre Situation und in die Belastbarkeit. Das ist für alle Mitarbeiter wichtig und für dich in deinem Alter ist es auch sehr wichtig. Ja, ich habe immer noch nicht das Missverständnis aufgeklärt. Sie geht immer noch davon aus, sie muss wechseln. Genau, ja. Das hängt natürlich an dem Gespräch drin. Ein anderer Punkt, weil sie hat ja gesagt, ich verstehe nicht, warum du das nicht verstehen willst. Du bist jetzt den kleinen Umweg gegangen, indem du ihr nochmal gesagt hast, was du verstanden hast. Und wo sie immer noch eine Antwort offensichtlich braucht, ist sagen, ja, genau. Aber warum willst du das nicht verstehen? Ja? Und meine Vermutung, es hängt immer noch auch an dem Missverständnis, sagen, wenn du das so verstehst, wie kommst du dann zu der Entscheidung, mir eine andere Tour zu geben? Also da hängt diese offene Frage drin. Und wenn das so klar ist, und du hast es ja wunderbar wiederholt, das ist genau, warum es mir so wichtig ist. Aber wieso gibst du mir dann eine andere Tour? Da klafft also, was du signalisierst an Verständnis und von dem, was sie im Moment glaubt, was deine Entscheidung ist. Das klafft auseinander. Ja, okay. Und auch an der Stelle wärst du vermutlich etwas schneller zum Punkt gekommen, wenn du gesagt hättest, sagen, was bräuchtest du, um die Sicherheit zu haben, das Verständnis? Ja, dass ich meine alte Tour behalte. So, ja, die behältst du. Und dann wären wir wieder an dem entscheidenden Punkt gewesen, erstmal die Fakten klar haben. Ja, und worum stellst du dann überhaupt das zur Diskussion, dass ich eine andere Tour kriegen soll, wo ich eine halbe Stunde hinfahren muss, bis ich überhaupt einmal anfangen kann? Jetzt bin ich froh, dass ich das nur mal erklären kann, weil ich glaube, da gab es ein Missverständnis.
Und zwar welches? Für mich ist es wichtig, dass ich einfach die Patienten, die Versorgung der Patienten gewährleisten kann. An der Stelle sagst du, ich lege jetzt mal meine Bedürfnisse auf den Tisch. Ja. Und woran sie immer noch hängt, dass sie immer noch glaubt und jetzt geht es außen rum, bis endlich die Information kommt, du behältst ja deine Tour. Das hätte ich also an der Stelle sinnvollerweise auch ganz vorangestellt. Ja. Und du hast ja gesagt, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor, wunderbare Gelegenheit, das zu erläutern, anstatt kurz und knapp erstmal zu sagen, um es klarzustellen, du behältst deine Tour. Oder wenn du sagst, das gilt nicht auf ewig oder wir haben vorher auch Änderungen vorzunehmen, aber sagen zumindest nächste Zeit, in den nächsten 3 Monaten oder was immer der Zeitraum ist, wo ich sage, da bleibt das. Und dann offenlegen, sagen, welche Bedürfnisse hast du? Mit deiner Verantwortung gerecht werden, dass alles läuft und das einteilen, dass da alles nochmal auf den Prüfstand kommt. Und darin macht sich natürlich auch fest, dass du sagst, wir sind zusammengelegt worden, das ist eine Organisationsveränderung und die bedeutet möglicherweise auch, und da brauche ich dann die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie hier sagen, okay, wenn es triftige Gründe gibt, denen wir Priorität einräumen, das ist nicht auf ewig festgeschrieben und in Stein gemeißelt. Inklusive übrigens natürlich ihre Freiheit dann zu entscheiden, ob sie dann weiterhin dort arbeiten möchte. Ja, dieses ein Knackpunkt ist in diesem, was macht es mit mir, ist dieser Satz, dann kündige ich. Wenn ich in Urteilen denke, sage ich, das ist eine Erpressung. Dagegen verwehre ich mich. Darum habe ich wahrscheinlich vorhin auch dieses mit autonom entscheiden genannt. Ich würde gerne mal den Unterschied deutlich machen zwischen der Freiheit einer Entscheidung und Erpressung. Erpressung ist für mich ist immer dann, wenn es gekoppelt ist an moralistische Urteile und Bewertungen. Weil sonst hieß es, kein Mensch kann eine freie Entscheidung treffen. Weil das Konsequenzen hat, die mir vielleicht nicht gefallen. Heißt das jetzt für mich, also ich würde meine Einstellung verändern und sagen, ich begegne ihr mit offenem Herzen, du darfst kündigen, wenn das für dich der Weg ist, du darfst kündigen. Ja, nicht nur sie darf kündigen, sondern sie darf Konsequenzen ziehen, in welcher Weise auch immer. Ja, das klingt schon so, als müsste sie um Erlaubnis fragen, also als bräuchte sie eine, du darfst das tun. Sie macht das sowieso. Sie trifft eine freie Entscheidung und wenn sie sagt, hier verändert sich etwas, dann entscheide ich, ob ich unter diesen veränderten Bedingungen eine neue Tour, anderes Gehalt, andere Stelle, andere Aufgaben, dann entscheidet jeder, möchte ich das machen oder nicht. Und ich finde das auch eine faire Information, wenn sie nicht sagt, ich mache das übrigens nicht im stillen Kämmerlein und stelle dich irgendwann vor veränderte Tatsachen, sondern ich informiere dich, sollte sich an meiner Tour was ändern, werde ich eine Entscheidung treffen, meinen Arbeitsplatz zu wechseln. Das ist nur schwierig in einem Kontext, wo 20 Leute sitzen, da dann spontan zu reagieren, da geht es dann wieder um das Spontane. Ein Mitarbeiter sagt, wenn ich meine Tour nicht behalte, dann kündige ich. Wie reagiere ich dann in diesem spontanen Kontext? Indem man erstmal sich klar macht, das entscheidet sowieso jeder frei. Ja. Und wie gesagt, eine Erpressung wird es für mich immer dann, wenn jemand das verbindet mit moralistischen Bewertungen. Du darfst es nicht tun oder was er da macht, ist eine Schweinerei. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich wäge dann einfach ab und ich möchte euch fairerweise informieren. Übrigens auch in der Erziehung haben wir das. Ja. Wenn jemand sagt, du Mama, wenn ich kein Eis gehe, gehe ich nicht mit ins Kino. Also ab wann ist das eine Erpressung? Ja, das ist eine faire und klare Information. Ich sage, ich habe das gerade hin und her überlegt. Also Kino gehen, unter den Bedingungen mache ich das gerne. Und wenn nicht, dann treffe ich die Entscheidung, ich gehe nicht ins Kino. Du sagst, okay, gib kein Eis und du hast natürlich die Freiheit und das Recht, dann eine Entscheidung zu treffen, willst du dann ins Kino gehen oder nicht. Also es wird emotional immer schwierig,
wenn wir das mit bestimmten moralistischen Bewertungen verbinden. Du musst das eigentlich, du darfst das nicht, du bist eine böse Mama, wenn du nicht. Also ich habe sozusagen in dieser Situation wahrscheinlich meine Wolfsohren aufgehabt. Und das auch so gehört. Und es kann natürlich sein, dass du sagst, ich höre und natürlich habt ihr die freie Entscheidung und ich möchte gerne meine Schwierigkeit auf den Tisch legen, wenn fünf Leute von euch kündigen, wir kriegen nicht so schnell Ersatz und das bedeutet, dass hier wir eine Menge Schwierigkeiten haben werden und ich möchte das auf den Tisch legen, so geht es mir. Meine Bitte ist, wenn ihr kündigt, dass ihr noch eine Zeit lang das mittragt, bis wir neue Mitarbeiterin gefunden haben. Wärt ihr bereit? Als Loyalität zu der Arbeit, die ihr macht, das ein Stück mitzutragen und sagen, okay, ich höre, das bringt euch in Schwierigkeiten als Unternehmen, als Organisation, als Institution und ich bin bereit, hier auch ein Stück meine Bedürfnisse zurückzustecken. Ich bleibe noch ein Vierteljahr da, informiere ich euch, aber dann werde ich gehen, weil es euch möglicherweise hilft, sagen, dann Leute zu finden, mit denen ihr das überbrücken könnt. Ja. Das wäre das eine, aber wahrscheinlich trifft es mehr die Wahrheit, diesen Satz, den ich jetzt als Erpressung benannt habe, als Hilferuf zu sehen. Gar nicht als logische Aussage von einer Konsequenz, sondern so als Hilferuf. Das ist der erste Schritt. Das macht mir mein Leben schwer, ja, genau. Ja, genau. Und darum dieses empathische Zuhören, wenn ich selber dann dazu in der Lage bin. Und ich bin eher dazu in der Lage, wenn ich kapiert habe, aha, okay. Ja. Das ist erstmal der erste Schritt, dass ich sage, die Arbeit mit mir selber, das hat mich jetzt weitergebracht. Genau, dass derjenige nicht sagt, die Entscheidung ist schon getroffen, sondern es ist ein Ausdruck von dem, wie es mir damit geht, wenn ich das höre. Okay. Gut. Und dazu brauche ich eine gewisse Flexibilität vom Personal. Wenn einer krank wird, dann muss ein anderer einspringen, weil du kannst alte Leute nicht unversorgt in ihrem Haus lassen. Und das, worum es ging bei diesem Gespräch, war... Ich glaube, für dein Gegenüber wäre es leichter zu hören, wenn du Formulierungen wie dann muss und kann nicht rauslässt. Ja? Weil es dann sehr moralistisch wird. Ja. Möchte. Dann ist es mir wichtig, dass wir auch gemeinsam dafür einstehen, dass die Menschen versorgt werden. Ja. Dass erstmal alle Touren beibehalten werden, dass wir aber ja zusammengelegt werden. Und dass es dann durchaus mal passieren kann, wenn irgendwo Not an der Frau ist, dass ich einen anderen fragen werde, du könntest du bitte heute an diesem Tag einspringen für die Schwester so und so. Das ist die Notwendigkeit, die für mich als Leitung dieses Betriebes einfach gewährleistet sein muss. Aber es hieß, ich krieg für ständig eine andere Tour und das nehme ich nicht auf mich, wenn es heißt einmal oder zweimal oder im Krankheitsfall. Du hast jetzt das klargestellt, wie die Information ist und sie arbeitet jetzt noch ein bisschen nach. Aber es hieß, das habe ich aber anders verstanden. Ja. Ich glaube, auch an der Stelle tust du euch beiden gefallen, indem du sagst, okay, ich bedauere das, habe ich es damit klargestellt. Okay. Ja? Kurz. Sodass sie nicht wieder zurück in die Vergangenheit und sagt, ja, aber... In der Besprechung wurde das so gesagt und das mache ich nicht und das ist eine Sauerei und so geht's nicht und sich immer noch anhängen an der alten Information, die schon längst abgedatet ist. Abschneiden. Okay. Dass sie einspringen, na, das habe ich ja all die Jahre bewiesen, die ich jetzt da arbeite. Und Eva, dann bin ich richtig erleichtert, weil dadurch, dass du neu zu unserem Team kommst, kenne ich dich ja noch nicht so gut. Ihr habt ihr euch nicht abgesprochen. Ihr werdet ja wohl die Personalien durchgegangen sein, oder? In dieser Dienstbesprechung war einfach offen das Wort, wie es in Zukunft sein soll, aber es wurde noch nichts Konkretes beschlossen und es ging um die... Sie hat etwas von dem, ich kenne dich nicht so persönlich, in den Hals gekriegt, zu sagen, euch hat überhaupt nicht interessiert. Ah, okay. Dann sprecht ihr euch nicht ab. Probier mal an der Stelle, sie da abzuholen. Wenn du zu mir sagst, ich kenne dich noch nicht persönlich, dann sage ich, wie? Heißt das, ihr habt euch überhaupt nicht abgesprochen? Ihr habt euch nicht ausgetauscht über uns Mitarbeiter? Also
du hättest dir gewünscht, Eva, dass du von Anfang an mit im Boot gesessen wärst, dass die Entscheidungen mit euch getroffen wären? Glaube ich nicht, dass der Punkt ist, sondern die Kränkung kommt daher, dass sie sagt, ich kenne dich persönlich nicht, sondern ich habe keine Ahnung über dich. Mhm. Ja? Und sie gesagt hat, ja Moment mal, auch wenn ich noch nicht in dem Team gearbeitet habe, mit dem du gearbeitet hast, also wo du die Leute persönlich kennst. Ich habe ja auch eine Verantwortliche und bei der Zusammenlegung muss doch irgendeine Information geflossen sein. Also auch hier aus meiner Sicht ein Missverständnis, denn du sagst, natürlich habe ich Informationen, was in der Personalakte steht, wir haben uns ausgetauscht, aber das ersetzt nicht, dass wir uns persönlich kennen. Okay. Eva, du hättest ja gewünscht, dass wir einen persönlichen Kontakt herstellen, bevor Schachbrett mit dem Menschen Schach gespielt wird. Ja, diese Idee würde ich nicht aufbringen, weil du dich einklingst in ihre Urteile, die sie möglicherweise hat. Ich mach's dir mal vor. Sag mal zu mir, wie habt ihr euch nicht ausgetauscht? Wie habt ihr euch nicht ausgetauscht? Doch, das haben wir natürlich gemacht. Und die Informationen habe ich über dich. Ich meine damit nur, wir haben noch nicht persönlich zusammengearbeitet. Ist damit klargestellt, okay, was ich meinte? Ja, ja. Gut. Danke. Und es ging um die Bereitschaft der Leute, eben dazu bereit zu sein, wenn es nötig ist. Aber diese Frage um die Bereitschaft kam also für mich überhaupt nicht durch. Darum bin ich froh, dass wir das jetzt halt nochmal in einem Zweiergespräch einfach klären können, dass diese grundsätzliche Bereitschaft da ist und du natürlich erstmal das, wo du dich bewährt hast und wo du einfach deine Frau stehst, dass das bleibt so, wie es ist. Hier würde ich dir auch Gelegenheit geben, das nochmal in einer kürzeren Form zu machen. Weil was sie wieder macht, ist sagen, aber ich erinnere mich in dem Gespräch, bei der Besprechung war das alles ganz anders. Eva, ist es für dich jetzt klar? Genau. Und vielleicht noch einleiten und sagen, ich bedauere, wenn das so rübergekommen ist. Ja. Also auch, das, was du bedauerst, ist, dass die Kommunikation nicht geklappt hat. Nicht hingehauen hat. Und sagt, da bin ich mit zum Teil verantwortlich, aber ich bin, muss sagen, nicht die Alleinverantwortliche. Und bedauere, dass das, ist es damit klar jetzt? Brauchst du von mir noch etwas für mehr Klarheit? Okay. Sodass sie nicht wieder zurückgeht in die Vergangenheit und wieder daran rumbruddelt. Ja. Wir sagen aber unter der Voraussetzung, dass das anders gesagt wurde, das ist doch eine Sauerei. Schnee von gestern. Ja, was nimmst du jetzt von der Besprechung deines Gespräches mit? Ich glaube, für mich ist es das Wichtigste zu sehen, ich muss Klarheit zu bewahren und nicht auf diese Endlosschleifen immer wieder einzusteigen, sondern wirklich zu sagen, da, das ist jetzt der springende Punkt und den auch zu benennen. Das ist das eine und dass ich das mit der Erpressung klar gekriegt habe in meinem Kopf. Das habe ich schon im Vorfeld versucht und habe es irgendwie nicht hingekriegt. Ja. Ja. Hat es das leichter gemacht, jetzt das zu sortieren? Ja, auf jeden Fall. Wenn du sagst, das ist Verbindung mit Urteilen. Ja? Ansonsten ist es einfach eine Information. Ja. Okay. Ja, schön. Vielen Dank, Klaus. Ja. Gutes Gelingen, wenn du wieder in diese Situation reingehst. Danke.